Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, mit unserem geliebten Onkel Amu Ahmed al-Khalifa. Assalamu alaikum, Amu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in Stuttgart. Die Stuttgarter Familie wächst, man hat einen Gebetssaal, man hat eine Mensa, man hat den Jugendraum, die Community wird größer. Und irgendwann mal reicht die Location, die man jetzt hat, nicht mehr aus. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft und es kam dann ein neuer Gebetsraum, den euch die Asta zur Verfügung stellt. Erzähl uns vielleicht erstmal, was die Asta ist und wie es zu diesem Gebetsraum kam. Die Asta ist die Vereinigung von Studenten in den Universitäten. Und die hat verschiedene Bereiche und die pflegt für die Studenten ihrem Sozial-, ihrem Kulturleben und stärkt die Bindung unter den Studenten, die da sind, durch bestimmte Veranstaltungen. Ob das Reisen, ob das Konferenzen, ob das Diskussionsabende. Sie hat auch verschiedene Referate für Familien, für Wohnungssuche, für Prüfungsamt, Kontakte. Und die ASTA in der Universität in Hohenheim war nicht ganz aktiv. Und die haben sich gefreut, wenn ein Teil von dieser Arbeit von Gruppen übernommen wird. Sie hatte ein Budget vom Ministerium, aber sie konnte ihrem Budget nicht allein erstmal erschöpfen. Sie hatten nur zwei kleine Büroräume und dann plötzlich hat man in der Universität einen Trakt für die ASTA gebaut, dass die Räume zu groß sind für die Bedürfnisse von damals. Einer dieser Räume hat die ASTA gesagt, das kann als Mehrzweckraum verwendet werden und da können die Muslime dort beten. Kam der Vorschlag von Ihnen, ihr Muslime könnt dort beten oder habt ihr gemerkt, da ist ein Mehrzwecksaal? Lass uns den nehmen. Nein, wir waren zufrieden mit unserem Ort. Unter der Treppe. Das war unser Platz. Ja, irgendwann, wenn du einen Raum benutzt mit anderen Leuten, dann hast du andere Probleme. Von dem Schmutz, von der Sauberkeit, du hast Probleme von Feierlichkeiten den Tag davor oder am Vormittag, mit den Bierflaschen, die noch da sind, mit den Kerzenflecken, die da sind. Es gibt viele andere Probleme, die daraus entstehen, wenn ein Mehrzweckraum von vielen Leuten verwendet wird. Und darunter haben wir auch gelitten, dass diesem Raum von anderen Leuten benutzt wird und dass du sollst am Freitag die Bierflaschen, die Weinflaschen wegräumen vom Platz, damit du wieder beten kannst. Das war der Last bei uns. Der Last bei denen war, dass wir für diese Stunde den Raum für uns allein reservieren. Und da muss total Stille sein. Wir haben immer beklagt, wenn die Leute zur Mittagszeit gelacht haben im Nebenraum. Wir haben gebeten, dass sie ein bisschen leise werden. Und wir haben die gleiche Toilette mitbenutzt, wo der Waschraum auch dort, zwei Waschbecken da waren. Und wenn die Muslime, alhamdulillah, bleiben 40, 50 Studenten sich waschen, dann weiß man schon, was auf dem Boden passiert. Wasserschlacht und alles. So ungefähr. Und die haben das reklamiert bei der Verwaltung der Universität. Und der Herr Ebel, der Direktor von dem Akademischen Auslandsamt, hat mich zu sich gerufen und gesagt, das ist ein Antrag, dass ihr den Raum nicht benutzt, weil diesem Problem ist da mit dem Schmutz, mit dem Wasser. Das war jetzt beim neuen Raum, den ihr bekommen habt? Bei dem neuen Raum.
Wie gesagt, das Problem ist da von einer Seite, von anderer Seite sind die Nachbarn viel zu laut. Dann brauchen wir jetzt mal einen Polizist, der uns jetzt mal das alles reguliert und kontrolliert, wer mehr Problem macht. Aber unsere Seite, ich kann das nicht verbieten, dass die Leute die Waschung tun sollen und müssen vor dem Gebet. Ich würde es bitten, dass die Muslime gleich nach dem Wudu den Platz jetzt mal trocknen. Jeder für sich alleine. Oder gibt es mir die Chance, dass nach dem Gebet werde ich das trocknen? Wie gesagt, das muss nicht die 40, jeder macht die Waschung und jeder macht die Trocknung auf einmal. Das ist gut, das ist ganz einfach. Das habe ich schon, Alhamdulillah, gemacht. Und nach dem Gebet bin ich dorthin gegangen, vom Hausmeister ein Kübel mit ein bisschen Putzmittel, mit einer Lappe und habe den Platz jetzt mal getrocknet. Es gab ja dann mehrere Probleme und Reibungen, Friktionen, die dann entstanden sind. Einmal sagt es so auch, weil sich Menschen darüber beschwert haben, dass zu viel Wasser mit dem Wasser rumgeplätschert wurde. Da gab es eine Geschichte mit dem Hausmeister. Ich glaube, es war der Hausmeister, der sich wegen euch beschwert hat. War das richtig so? Ja, wir hatten einen Hausmeister gehabt, er ist Iraner und oppositionell zum Khomeini. Ich war schon ein Flüchtling vom Iran. Und er hatte die Muslime nicht gemocht. Und er versuchte immer, dass er uns jetzt mal austreibt aus diesem Gebiet, aus dem Raum da. Und er hat die Beschwerde gemacht bei der Verwaltung der Universität, dass wir zu viel Wasser verbrauchen und dass wir jetzt mal zu viel Schmutz machen. Und als der Herr Ebel das gesagt hat von dem Akademischen Auslandsamt, da habe ich gesagt, ich will das alles putzen selber nach dem Gebet, inshallah, das ist gar kein Problem. Das ist ein kleiner Raum, 2 Meter mal 3 Meter, das ist nicht die Redewelt wert. Ich habe das übernommen und nach 6 Mal kam diesem iranischen Bruder, nach sechs Freitagen, und dann hat er gesagt, was holst du ab? Habe ich gesagt, ich hole jetzt mal wieder den Kübel, wieder mit dem Spülmittel, wieder die Lappe, ich trockne es ab. Gesagt, sowieso innerhalb einer Stunde kommt die Putzkraft und die will das alles putzen, auch den Raum, was du jetzt mal putzt. Ich wollte nur herausfordern und schauen, wie er reagiert. Er hat positiv reagiert, danke dafür, mehr brauche ich nicht. Und dann bin ich schon befreit, dass wir nochmal wieder die Toilette putzen für jeden Freitag. Ganz interessantes Ereignis, aber es hat gezeigt, wie du rufst, kommt auch jetzt mal der Schall zurück. Und wir haben ihn jetzt mal besser behandelt. Und als wir gesehen haben, dass er der Grund ist, dann haben wir gesagt, liebe Leute, der Mann lebt davon. Und er hat eine kleine Kantine bei sich auch dabei gehabt für den Ausländerclub. Dann sollen wir am Freitag ein bisschen früher dorthin gehen, einen Kaffee trinken, ein Stück Schokolade kaufen. Dann profitiert er von den Muslimen, nicht nur, dass wir jetzt mal ein bisschen Wasserschmutz machen. Und so war es jetzt mal die Reaktion. Von unserer Seite war positiver und dann hat er davon profitiert und das Problem hat sein Ende bekommen. Durch euer gutes Benehmen, Verhalten, durch eure Taten konntet ihr dann auch die Vorurteile, die in seinem Kopf waren, auch dann abbauen und ihn im Gegenteil sogar gewinnen für euch. Du hattest mir dann auch erzählt, dass der Gebetsraum größer wurde. Und nicht der Gebetsraum, aber die Besucherzahl. Und der Andrang immer mehr wurde, dass auch Nichtstudenten und Menschen außerhalb der Uni kamen. Und da gab es auch einiges an Erfahrungen und einiges an Herausforderungen, die ihr überwältigen musstet. Ja, es ist ganz normal bis heute, egal wo du einen Gebetsraum eröffnest, dass wie ein Magnet zieht neue Leute hin. Nicht nur Personen, die in einer anderen Moschee gebetet haben und kommen hierher, sondern auch andere Menschen, die gar nicht gebetet haben, wenn sie eine Chance zum Beten finden, dann fangen die auch zu beten. Das heißt, Moscheen zu eröffnen, Moscheen zu gründen, Moschee zu finanzieren, heißt nicht nur, dass der Bedarf, was heute da ist, gedeckt wird, sondern der Potenzial von Muslimen, die nicht beten, wird denen eine Nische geben und er wird jetzt mal langsam mit dem Gebet anfangen. Das haben wir auch gesehen, nachdem der Platz bekannt geworden ist, dass nicht Studenten gekommen sind.
Personen, die seit 20 Jahren da leben und plötzlich ihre eigene religiöse Identität entdecken und finden, die Angst hatten um ihre eigenen Kinder, dass sie entfremdet werden bei ihrer Religion. Aber jetzt gibt es eine Moschee da, dann kann ich mit den Kindern unsere gemeinsame Familienidentität finden, auch in der Moschee, neben der Schule, neben der Heimat, noch ein zusätzliches Element. Und die kamen zum Gebet. Die kommen zur Mittagszeit, ist Freitagsgebet. Zur Mittagszeit, die Personen, die bei der Verwaltung arbeiten, fahren mit dem Auto weg nach Hause, nehmen Mittagessen, kommen zurück. Mhm. 4 Tage in der Woche, von Montag bis Donnerstag, kommen die zurück und finden ihre Parkplätze frei. Nur am Freitag, wenn die zurückkommen, sind die Parkplätze schon weg von den Muslimen, die da kommen. Und dann hat das denen sehr verständlich geärgert, dass plötzlich nur der Freitag ist der Ärgertag für denen. Und welche Parkplätze wurden auch besetzt? Alle Parkplätze. Auch vom Direktor? Alle Parkplätze. Wir machen keinen Halt. Und von diesem Direktor hat er gesagt, das ist mein Parkplatz. Dann hat er ein Schild darauf jetzt mal gemacht. Bitte meinen Parkplatz frei machen, frei halten, auch am Freitag. Er ist zweimal zum Freitagsgebet reingekommen, während der Khutbah, und hat gerufen, liebe Leute, stopp mit eurer Khutbah. Mein Parkplatz bitte frei machen. Kommt jemand und fährt sein Auto raus, damit der Direktor seinen Platz wiederbekommt. Ist schon markiert, dass es nicht ein öffentlicher Parkplatz ist, sondern für ihn da ist. Und als es zu viel geworden ist, hat der Mann gesagt, ich merke, dass nicht Studenten da sind. Wir werden eine Kontrolle anfangen, dass jemand vor der Tür steht und schaut, wer den Studentenausweis dabei hat, darf beten. Ohne Studentenausweis gibt es keine Gebete. Und das haben die Kontrolle 2 Freitage hintereinander getan. Das war für uns wirklich schockierend, dass jemand verboten wird, dass er zum Gebet kommt, weil er nicht Student ist. Wir haben mit dem Mann nochmal wieder gesprochen, hat gesagt, nur versichern, dass mein Parkplatz frei wird, dann ist die Sache erledigt. Und Alhamdulillah, wir haben schon einen Studenten gefunden, der gesagt hat, ich stehe draußen auf dem Parkplatz, ich werde es wachen und halten, bis der Mann kommt und dann gehe ich zum Gebet rein. Wenn er jetzt mal kommt während der Khutbah, dann werde ich auf die Hälfte der Khutbah vielleicht verzichten, damit wir noch weiter beten können. Und diesem Bruder möge Allah ihm jetzt mal reichlich belohnen für diese Arbeit. Das ist auch das Gleiche, was in München vor 3 Jahren passiert ist. Als ein paar Moscheen geschlossen sind, dass ein paar Moscheen sind überfüllt, dass sie irgendwann ein Schild geschrieben haben, Gebet nur für Mitglieder. Ja. Und man soll verstehen, ist es nicht rassistisch gemeint von irgendeinem Verein oder diskriminierend gemeint, aber das sind die Aufgaben eines Vereins, dass sie auf die Räumlichkeiten, auf dem weiter Existieren der Moschee sorgt. Und wenn von der Feuerwehr eine bestimmte Kapazität gegeben wird, darf man das nicht überschreiten, muss auch keine Gefahr da kommen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, man hat gelernt, die Muslime sollen nicht nur jetzt mal als Gäste da sein, müssen nicht nur mieten danach, sondern muss auch jetzt mal das Haus besitzen, dann haben die noch mehr Rechte, dann sind die Vorlagen von der Stadt viel weniger, als wenn es von der Stadt, von dem Nachbarn, von dem Besitzer, dann ist auch die Vorlage viel größer. Alhamdulillah. Wir haben uns jetzt sehr intensiv in den letzten Folgen mit deiner Stuttgarter Phase auseinandergesetzt. Und das waren alles die Aktivitäten des späteren islamischen Zentrums Frankfurt, Stuttgart. Des späteren islamischen Zentrums Stuttgart. Und diese haben ironischerweise alle fast ausschließlich an der Universität stattgefunden, während ihr parallel dazu auch als muslimische Studentenvereinigung Stuttgarts aktiv wart und das ironischerweise in der Moschee. Das heißt, die Moschee war an der Uni aktiv und die Uni war in der Moschee aktiv, was sich viele Studentenvereinigungen heute vielleicht nicht vorstellen können. Wie diese Studentenvereinigung gegründet wurde und in welcher Moschee ihr aktiv wart. Vor allem auch im Lichte dessen, dass die Hochschulgemeinden, Studentenvereinigungen heute, mashallah, sehr aktiv sind. Das erfahren wir, inshallah,
in der nächsten Folge und dass wir sehen, wie groß eigentlich dein Beitrag und wie vielfältig dein Beitrag für die islamische Arbeit war. Möge Allah sie von dir annehmen. Das war's, meine lieben Geschwister, für die heutige Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, Dardasha, mein Leben in der Da'wah mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmad al-Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeder weiß, innerhalb von 3, 4, 5 Jahren bin ich fertig mit meinem Studium. Ich kehre zurück in die Heimat. In Deutschland war es unerwünscht, dass die Leute in der Gesellschaft bleiben. Sie müssen zurückkehren. Heute ist es ein bisschen anders. Die Studenten, die Akademiker, würden Deutschland gerne die einbürgern, wenn die fertig sind mit dem Studium. Das heißt, man wusste schon, innerhalb von ein paar Monaten bin ich schon weg. Dann seid ihr ein neuer Verein und wir sind der alte Verein. Und dann sagt nein, wir sind die 28 der alten Verein. Die drei sollen der neue Verein sein. Ich glaube, diese Frage ist bis heute noch nicht gelöst. Du hast im Ramadan Anfang, die türkischen Geschwister gehen nach einem bestimmten Kalender, die rechnischen Kalender. Die arabischen Brüder gehen jetzt mal nach dem Mondbeschau-Kalender, in den 70er, 80er Jahre war es so. Millegürisch hat manchmal so gemacht, manchmal so gemacht. Manchmal mit dem türkischen Kalender, manchmal mit dem arabischen Kalender. Und wer nicht am Mittwoch mit uns gefastet hat, darf bei uns nicht Eid beten.